einem tschechoslowakischen Volksgerichtshof ausgesprochene Todesurteil gegen den ehemaligen SS-Polizeichef und Staatsminister für Böhmen und Mähren, Karl Hermann Frank, wurde im Pankraz-Gefängnis in Prag vollstreckt. Frank wurde der gewaltsamen Änderung der tschechoslowakischen Verfassung sowie der Begehung von zahllosen Verbrechen gegen Recht und Menschlichkeit für schuldig befunden. Auch für die Vernichtung des Ortes Lidice und den Massenmord seiner Bevölkerung ist er verantwortlich. So endet einer der höchsten Würdenträger der Nazi-Herrschaft.